Kolleginnen und Kollegen, grüß Gott, sagt man auch in Fulda. Herzlich willkommen zur Abschlusspressekonferenz der Vollversammlung in diesem Herbst hier in Fulda. Ich will gleich darauf aufmerksam machen, dass die Beratungen heute Nachmittag noch weitergehen, damit der Schlussfest um 18 Uhr enden, zu der Sie auch herzlich eingeladen sind. Ich danke dem Domradio für den Livestream. Die Fotografen sich auch so zu bewegen, dass sie den Livestream nicht mit ihrem Kopf verschönern. Und freue mich bei allen, die beim Livestream mit uns verbunden sind. Herr Kardinal Marx wird eine Einführung zum Pressebericht geben, einige Punkte herausgreifen, die in dem umfangreichen Dokument Ihnen vorliegen. Danach können Sie Ihre Fragen stellen und er wird seine Antworten geben. Am Ende gibt es zwei Blöcke von O-Ton-Möglichkeiten für die öffentlich-rechtlichen, kurze Fragen und dann für die privaten. Mehr O-Töne sind nicht möglich, weil wir müssen ja in den Beratungen weiter fortführen. Herr Kardinal, Sie haben das Wort. Ja, liebe Damen und Herren, danke, dass Sie unsere Beratung begleiten mit Ihrer Aufmerksamkeit, mit Ihren Berichten, mit Ihren Fragen und auch heute anwesend sind zur Pressekonferenz. Wir haben es ja geändert, wir machen jetzt am Donnerstag die Pressekonferenz, auch um manchen von Ihnen entgegenzukommen, dass Sie nicht noch eine Nacht bleiben müssen. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt, aber es ist ein Versuch, einmal jetzt kurz vor Ende schon, das bedeutet auch viel Arbeit für die Mitarbeiter natürlich, den Pressebericht fertigzustellen und hier vorzustellen und zu diskutieren. Dieser Pressebericht liegt Ihnen vor und deswegen muss ich ihn jetzt nicht verlesen, sondern Sie können ihn erarbeiten. Es gilt das geschriebene und das gesprochene Wort. Ich werde auf einige Punkte eingehen, aber in freier Rede ein paar Zahlen kann ich nennen, aber die sind ja auch schriftlich nachprüfbar. Das muss ich Ihnen nicht vortragen. All das, was im Bericht steht, spricht dann für sich. Wir sind hier in Fulda. Ich habe es ja bei meiner Vesper-Predigt gesagt, Bonifatius, am Grab des heiligen Bonifatius sind wir am Grab eines großen Europäers und Weltbürgers. Ich habe die Bischöfe aufgerufen, in dieser Nachfolge auch Weltbürger zu sein, immer nie nur nationale Bischöfe, nie nur eingegrenzt auf unsere Perspektive, sondern immer auf die ganze Welt, besonders auch auf Rom natürlich. Der heilige Bonifatius hat sich da ganz eng verbunden mit dem Nachfolger Petri und hat so die deutsche Stämme, wie man das sagte, geweitet, universal geweitet auf die Welt hin, hat sie aus der Enge geführt in die Weite. Und das ist auch unsere Aufgabe. Ich habe das dann auch im Eröffnungsreferat versucht, das ist jetzt nicht veröffentlicht, weil ich ja auch da die Leidenschaft habe, frei zu sprechen und deswegen das nicht so ganz einfach ist, das immer sofort zu veröffentlichen. Und im Grunde geht es ja auch um einen internen Bericht, aber ich sage einige Punkte, damit Sie wissen, wie ich am Montagabend auch eingestimmt habe in die neue Periode der Kommissionsarbeit. Es war ja schon eine wichtige Zäsur. Wir haben alle Kommissionen neu besetzt, alle Vorsitzenden wurden gewählt oder wiedergewählt und viele andere Kommissionen für die nächsten 5 Jahre. Wenn man sich das Ganze anschaut, das sehen Sie im letzten Teil des Presseberichts Personalien oder Sie haben es am Dienstag ja mitbekommen bei der Information über die Wahlen. Das ist ein großes Geflecht, vor allen Dingen auch diese kleinen Arbeitsgruppen, von denen Sie zum Teil keine Ahnung haben, aber auch die Bischöfe zum Teil nicht, weil so viel passiert. Ich habe versucht, das auch positiv zu werden und deutlich zu machen, wie stark sind wir vernetzt mit gesellschaftlichen Gruppen, mit Politik, mit Kultur. In vielfältige Bereiche hinein gibt es diese Begegnungen, wieder eine Arbeitsgruppe, eine Dialoggruppe und so weiter. Das ist auch ein großes Zeichen von Verbindung der Kirche mit vielfältigen Aktivitäten in der Gesellschaft. Und natürlich müssen die ab und zu wieder neu besetzt werden. Das haben wir dann getan, auch die Kommissionen. Und da dachte ich, wäre es ein guter Gedanke, ein paar Anregungen zu geben. Ich bin angefangen und habe deutlich gemacht, wir müssen sicher auch überlegen, wie können wir die Struktur der Arbeit der Bischofskonferenz weiter verändern. Das habe ich vor 2 Jahren auch schon einmal gesagt. Wir sind auch vorangekommen. Wir haben ja Sparprozesse, Priorisierungsprozesse, Diskussionen. Was kommt auf uns zu? Wo können wir etwas lassen? Wo müssen wir etwas fördern? Da spüren wir, da ist sicher auch Bedarf, die Arbeitsweise, die verschiedenen Gremien und Institutionen der Bischofskonferenz effizienter zu gestalten. Aber da gibt es kein konkretes Programm jetzt. Da werden wir weiter darüber nachdenken. Ich spüre nur, dass die Bischöfe das auch sehen. Manches hat sich durch die Jahrzehnte hin entwickelt. Da kann man vielleicht auch
das Ganze etwas schlanker, besser, effizienter organisieren, dass man zu Beschlüssen kommt, dass man handlungsfähig ist, aktiv ist und nicht erst 2 Jahre durch alle Gremien hindurch arbeiten muss. Einer hatte den Vergleich, das ist vielleicht ein bisschen hochtrabend, da nehmen wir uns vielleicht etwas zu wichtig. Es ist manchmal wie bei der EU, ne? Das sind auch viele, viele Gremien, man muss immer viel fragen. Manche sind erstaunt darüber, die denken, die katholische Kirche, da ist doch der Kardinal Marx, der macht das dann einfach und dann tun die das. So ist das aber nicht, sondern wir sind sehr synodal in dieser Weise aufgestellt, dass sehr viele Gremien da sind, sehr viel Beratung, sehr viel Diskussion, in manchen Punkten Einstimmigkeit, die nicht einfach zu erringen ist und so weiter. Also insofern war diese Analogie vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann habe ich einige inhaltliche Schwerpunkte genannt, nicht jetzt auf einzelne Kommissionen getrennt hin, sondern was sind denn durchgängige Perspektiven, die auch die Kommissionen aufgreifen könnten. Auch da habe ich keine Möglichkeit, Anordnungen zu treffen, aber eben einen Impuls zu setzen. Und das ist auch, soweit ich sehe und in den Gesprächen nachher gehört habe, positiv aufgenommen worden. Die Kommissionen müssen jetzt selber, wenn sie ihre Arbeit wieder beginnen, Bilanz ziehen und dann sagen, so, was ist jetzt in der Kommission Weltkirche, in der Kommission Ökumene in den nächsten 5 Jahren dran, was müssen wir uns auf die Agenda schreiben? Und da habe ich eben gesagt, ein großer Bereich ist die Evangelisierung, das ist klar, das ist ein durchgängiger Bereich, der in verschiedenen, ja fast allen Kommissionen aufgegriffen werden muss, den wir auch als Ordinarien in der Vollversammlung des Verbandes im Blick auf die Frage, wie wir mit dem Geld umgehen, genannt haben. Das ist eigentlich auch nicht so überraschend. Das ist eine durchgängige Perspektive. Wir werden weiter darüber nachdenken, was das bedeutet. Das war jetzt in diesen Tagen nicht möglich, aber wir werden daran bleiben. Und da war der Wille der Bischofskonferenz in der Runde nach meinem Vortrag sehr, sehr deutlich, das Thema auch wirklich zu konkretisieren. Also Evangelisierung als eine durchgängige Ausrichtung. Wir haben das ja als Bischofskonferenz schon häufiger gemacht. Ich denke an Zeit der Aussaat, unsere Texte, missionarisch Kirche sein. Es ist nicht so, als würden wir jetzt zum ersten Mal auf das Thema kommen, aber es hat eine neue Schwungkraft. Da geht es um Erneuerung und Vertiefung des Glaubens. Das betrifft die Kommission 1 und 8. Ich will das jetzt, den Vortrag natürlich jetzt hier nicht wiederholen. Aber die Glaubensthematik, die Gottesfrage, ist ein zentraler Punkt. Ein zweiter Punkt ist die Frage der Sozialgestalt der Kirche, denn die Evangelisierung geschieht durch die Kirche. Sich das selber, aber die Kirche will Instrument der Evangelisierung sein. Wie sieht das aus? Dann auch zentral die sakramentale Struktur der Kirche und die Liturgie, die Evangelisierung in den Medien. Wie stehen wir dort? Auch wie sind wir dort präsent, um das Evangelium zu verkünden? Einen zweiten Bereich habe ich genannt, Dialog in der Vielfalt der Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen. Das wird gerade im Blick auf die Muslime von Bedeutung sein. Die Arbeitsgruppe ist neu auf den Weg gekommen. Der Bischof von Limburg wird die Arbeitsgruppe Interreligiöser Dialog, die insbesondere auf den Dialog mit den Muslimen ausgerichtet ist, leiten. Da erhoffe ich mir eben Initiativen in den nächsten Jahren. Die sollen sich auch erstmal treffen. Aber wir haben auch schon darüber gesprochen, dass das sehr, sehr wichtig ist, den Kontakt, die Begegnungsmöglichkeit mit den Muslimen zu suchen. Die Ökumene 2017, natürlich ein großes Thema, das habe ich noch einmal unterstrichen, dass wir hier in einem guten Miteinander mit der evangelischen Kirche auf das Christusfest zugehen. Und dass ich hoffe jedenfalls, dass wir eine Verlebendigung der Person Jesu, des Christusfestes eben erleben, so dass wir deutlich machen können als evangelische katholische Christen, das ist unser Gottesbild. Unser Gottesbild ist nicht eine Idee, es ist eine Person, die auf uns zukommt, die uns umarmt, die eine Option hat. Das ist das, was wir einbringen. Natürlich auch der Gesprächsfaden zur Orthodoxie. Ich möchte doch darauf hinweisen, dass der Bischof von Magdeburg, unser Ökumener-Vorsitzender, große Berichte gemacht hat, auch über den Kontakt mit den Orthodoxen. Das war sehr, sehr interessant. Und einen letzten Punkt habe ich hier, oder einen vorletzten, Kennzeichen der katholischen Kirche als Weltkirche, dass wir eben gerade in den aktuellen Herausforderungen deutlich machen, die katholische Kirche ist universalistisch. Sie schaut auf die ganze Welt aus dem Blickwinkel mit Papst Franziskus der Armen, der Ränder. Das ist unser Auftrag, daran werden wir auch gemessen werden. Dazu gehört auch das Nachdenken über ein neues Verhältnis von vertieftes Verhältnis von Universal- und Teilkirche, synodale Kirche, davon spricht der Papst. Ich habe deutlich gesagt, das ist auch unsere Aufgabe, etwa Glaubenskommission,
und andere darüber nachzudenken, auch Kommission 10, wie geht das denn konkreter? Also, das waren einige Hinweise. Zum Schluss habe ich natürlich hingewiesen auch auf die Kirche im Dienst an den Schwachen und Armen. Dafür war ja auch unser Studientag in besonderer Weise da. Darüber ist gestern ja in der Pressekonferenz berichtet worden, dass das unsere Ausrichtung auch bleiben muss. Um der Identität der Kirche willen, muss sie sich von den Armen her auch auf den Weg machen. Und dass Migration und Integration ein großes Thema bleiben für uns im Dienst an der ganzen Gesellschaft, nicht nur im Dienst an der Kirche, ist, glaube ich, auch klar. Also das waren so einige Impulse. Ich wollte in der halben Stunde meiner Rede einfach nur Anregungen geben für die Kommissionsarbeit. Und ich glaube, das wird dann auch zu gegebener Zeit aufgegriffen. Ein Thema hat uns beschäftigt, ich habe das ja schon am Anfang gesagt, das Problem des Schutzes für nicht einwilligungsfähige Menschen im Bereich der Arzneimittelforschung. Der Bundestag berät darüber. Wir haben noch einmal unterstrichen, wir wollen noch einmal unterstreichen, dass hier große Vorsicht geboten ist und dass hier nicht Dinge vorangebracht werden, die dem Schutz und der Würde des Menschen nicht entsprechen. Also wir erwarten, dass hier wirklich mit großem Bedacht und intensiv ethisch auch diskutiert wird. Davon gehen wir aus, dass das erfolgt und nicht einfach im Grunde schnell durchdiskutiert wird. Das ist ein wichtiger Punkt und ich möchte Ihnen das sehr ans Herz legen, dass Sie das beobachten, wie die Bundestagsdebatte weiter verläuft. Wir haben einen Punkt hier unter 9, Erinnerungskultur und Versöhnung, Perspektiven der vertriebenen Pastoral nach Beendigung der Visitaturen. Das mag für einen Außenstehenden jetzt nicht so interessant sein. Ist das Schnee von gestern sozusagen? Nein, das ist der Frühling von morgen, nicht der Schnee von gestern. Warum? So ähnlich wie wir in der Ökumene auch von Heilung der Wunden sprechen, Healing of Memories, Sie kennen das, wenn Sie sich mit dem Jahr 2017 etwas beschäftigt haben, geht es auch hier immer auch um Aufarbeitung von Geschichte, die aber dann zu einer wirklichen Heilung führen muss, in die Zukunft hinein kräftigen muss. Wir erleben doch heute einen neuen Nationalismus in manchen Bereichen. Ich bin sehr dankbar, der Weihbischof Hauke hat das gut dargestellt, wie er in den letzten Jahren, seit 2009 hat er diese Aufgabe übernommen, intensiv den Prozess mit den Verbänden begleitet, dass wir die Erfahrung der Vertreibung, der Flucht jetzt nicht zu einem rückwärtsgewandten Erinnerungsweg nur machen, sondern von der Erinnerung aus Wege der Versöhnung gehen. Und das ist von den Verbänden gut aufgenommen worden. So ist mein Eindruck. Er hat das sehr gut dargestellt. Ich will das im Einzelnen hier nicht machen. Wir werden eine Arbeitshilfe dazu veröffentlichen, die von den Verbänden selber gekommen ist. Also der Schritt weiter in die Zukunft hinein. Nicht sagen, wir brauchen das nicht mehr, wir brauchen keine vertriebenen Pastoral mehr, das ist zu Ende. Nein, es geht weiter, aber in einer neuen Perspektive. Und das ist gerade, finde ich, heute so, so wichtig. Manchmal, so habe ich gesagt, es ist antizyklisch, die Verengungen, auch nationale Verengungen nehmen zu, aber die Kirche muss dagegen antizyklisch vorgehen. Sie muss Begegnung ermöglichen zwischen Nationen, zwischen denen, die vertrieben wurden und denen, die jetzt dort leben und so weiter. Das müssen wir doch in Gang bringen. Und das trägt bei zur Versöhnung und zum Geist Europas. Wir haben uns ausführlich beschäftigt, Nummer 14, mit dem nachsynodalen Schreiben Amoris Laetitia. Deutsche Bischofskonferenz ist begeistert von dem Schreiben, darf ich einmal sagen. Vielleicht klingt das für Bischöfe zu euphorisch, aber ich habe den Eindruck, ich habe jetzt nicht jeden Einzelnen gefragt, aber es ist wirklich eine sehr, sehr positive Aufnahme, weil man den Eindruck hat, hier ist auch mal ein großer Schwung hineingebracht worden. Sowohl pastoral, wie von der Tonlage her, wie von der theologischen Kompetenz her, ist hier noch einmal deutlich positiv gesagt worden, wie schön ist das Leben in Ehe und Familie, welche eine Herausforderung ist es, die Liebe zu entdecken, die Freude der Liebe zu entdecken. Also nicht das, was man immer so im Kopf hat, wenn die Kirche von Ehe spricht, dann geht es erstmal darum, was alles nicht geht. Sondern dieser Grundton des Papstes ist etwas, was sehr, sehr ansprechend ist. Und wir haben für uns klar gemacht, wir müssen darauf reagieren, das ist klar, aber wir müssen keinen Kommentar schreiben, wir müssen jetzt die schönen Worte des Papstes nicht nochmal sozusagen mit unseren Worten verdrechseln, sondern das ist sehr klar und sehr deutlich, das kann man gut lesen.
Aber es gibt ein paar Punkte, auf die wir noch einmal dann eingehen wollen. Etwa die Fragen der Ehevorbereitung, wo wir als Ortskirchen stärker gefragt sind. Das müssen wir natürlich behandeln. Da wird die Kommission Ehe und Familie etwas vorbereiten. Und auch im Blick auf die besonderen Situationen. Da ist der Papst aber auch klar, ich habe das ja immer wieder gesagt, natürlich hat sich die Tür geöffnet. Wir haben ja als deutsche Bischöfe zur Frage Wiederfahrt Geschiedener ein Diskussionspapier damals gemacht, als Beitrag zur Synode. Ich sehe, dass das ganz nah an dem ist, was der Papst jetzt hier nennt. Da sehe ich kaum einen Unterschied. Das war kein Beschluss, das war ja ein Vorschlag für die Synode. Aber das ist ganz an dem dran, was wir eigentlich schon gesagt haben. Aber es ist natürlich, so habe ich es einmal formuliert, eine anspruchsvolle Seelsorge, die uns herausfordert. Und dazu muss man vielleicht doch noch mal einige Punkte nennen. Es geht ja darum, die Gewissen zu bilden. Es geht um die Gewissensfreiheit, aber nicht Beliebigkeit. Es geht darum, konkrete Situationen anzuschauen. Wir könnten auch so sagen, den Menschen zu helfen, den Christen zu helfen, ihr Leben, ihr konkretes Leben im Anspruch des Evangeliums zu leben. Das ist Seelsorge für mich. Das ist meine Meinung, das ist Seelsorge. Und das müssen Priester und pastorale Mitarbeiter oder die Kirche insgesamt tun und helfen, den Menschen diese Entscheidung zu fällen. Darüber werden wir sicher dann noch weiter nachdenken. Aber die Grundlinie ist natürlich die, dass jetzt die Seelsorger gefordert sind, auch wirklich den einzelnen Fall wirklich geistlich tief in Unterscheidung und Begleitung und Ermutigung anzuschauen. Da ist Amoris Laetitia, meine ich, klar. Trotzdem braucht man noch einmal vielleicht eine Vergewisserung oder eine Erklärung oder auch eine Ermutigung. Darüber können wir dann noch mal reden. Dann Nummer 16, die aktuelle Flüchtlingsproblematik. Auch da haben wir einen ausführlichen Bericht des Flüchtlingsbeauftragten gehört. Also das positive Engagement der Kirche geht weiter, auch finanziell geht es weiter. Wir spüren natürlich alle, und darüber wird der Flüchtlingsgipfel am 29. September sprechen, der katholische Flüchtlingsgipfel, dass jetzt das Thema Integration ansteht. Ein schwieriges Thema, weil mit dem Wort sehr viel verbunden ist. Was bedeutet es? Und da, so hat Erzbischof Hesse gesagt, erwartet auch die Öffentlichkeit vielleicht von der Kirche positive und weiterführende Beispiele gelungener Integration und Begleitung. Das ist nicht etwas, was man einfach nur mit einer Stunde Sprachunterricht erledigt. Das ist natürlich ein Weg, den wir lange gehen. Wir wissen das ja aus den Geschichten derer, die eingewandert sind. Deutschland ist ja seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland, was manche nicht wahrhaben wollten. Aber die türkischen Arbeiter, die geholt wurden, damit unser Wohlstand auch weiter wächst, waren eben Einwanderer und nicht nur Gäste, die dann wieder weggegangen sind, wie manche gedacht haben, was schon damals doch eine sehr problematische Haltung ist, zu meinen, wir schöpfen eure Arbeitskraft ab, damit es uns besser geht, und dann geht ihr wieder. So geht es nicht. Und da spürt man ja, wie lange solche Wege der Integration, des Miteinanders, der Begegnung sein können. Da werden wir einen Schwerpunkt setzen, das gilt auch für die Kindergärten, Schulen. Und da, es ist immer schwierig, das sage ich gleich vorweg, Zahlen zu finden, weil die Bistümer manchmal auch die Zahlen nicht haben, bis man alle Kindergärten, wir haben 500, glaube ich, in München und Freising, alle zusammen hat, dass die mal berichten, wie viele Kinder aus Migrationsfamilien sind denn jetzt da und wo sind die aus, sind das Syrer, sind das Afghanen, das ist nicht so ganz einfach. Aber es ist weiter steigend, das ist überhaupt keine Frage und wir werden uns engagieren. Gestern hat der Erzbischof von Köln ja auch hingewiesen auf das Projekt, was er da hat, in einem problematischen Viertel mit einer Schule. Also ich glaube, auch der gestrige Studientag hat uns nochmal einen Impuls gegeben, das zu tun. Dann zum Schluss eben die Personalia. Das liegt Ihnen vor, das muss ich jetzt nicht kommentieren, denke ich. Und ich hoffe, dass jetzt die Kommission, viele sind ja mit ihren alten Vorsitzenden, weiterhin unterwegs, manche haben einen neuen Vorsitzenden, manche haben eine neue Besetzung, manche haben neue Berater, dass das jetzt gut aufgenommen wird, die Arbeit. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kardinal Marx. Was die Zahlen zur Flüchtlingsarbeit angeht, die sind auf Seite 14. Ja. Sie sehen, das sind eben die neuen Zahlen, die wir veröffentlichen heute in diesem Pressebericht. Die Geldsumme von Januar bis Juli 2016 mit 79,5 Millionen Euro im Vergleich im ganzen letzten Jahr 112 Millionen Euro. Diese Seite 14 sind die neuen Zahlen, die wir
heute erstmals veröffentlichen. Ihre Fragen uns des Kardinals oder auch von Pater Langendorfer die Antworten beginnen mit Herrn Ringeifel. Ich habe sie gesehen. Es kommt ein Mikrofon von der Seite für den Livestream. Dieses Mikrofon funktioniert nicht, bitte das andere. Oder er muss es einfach anmachen. Ja, das tut's. Ringeifel, KNA. Herr Kardinal Marx, Sie haben gesagt, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Fordern denn die katholischen Bischöfe auch ein Einwanderungsgesetz für die Bundesrepublik, was es ja bis heute noch nicht gibt? Ich habe es gefordert, aber ich habe noch keine Diskussion in der Bischofskonferenz geführt. Aber da ist die Ausrichtung eigentlich klar. Wir halten das für richtig, soweit ich das sehe. Wir haben jetzt noch keinen Beschluss gefasst, glaube ich, kann ich nicht sagen. Die Meinung ist aber bei den Fachbischöfen auf jeden Fall so gegeben, so vermute ich. Denn was ist der Sinn? Ich habe schon vor Jahren gesagt, dass im Parteiprogramm stand, auch bei der CDU, bei CSU ja auch, bei anderen kann ich es jetzt nicht mehr genau erinnern, aber ich weiß, dass ich damals als Professor schon referiert habe bei solchen Kongressen und gesagt habe, ihr müsst das da rausnehmen. Denn die Realität sieht anders aus. Sie wissen ja, 25% der Bevölkerung in Deutschland im Schnitt, also der Gesamt, also auf ganz Deutschland bezogen, hat den Migrationshintergrund. Also es ist ein Einwanderungsland. Wie man ein Gesetz gestaltet, was das bedeutet, das muss man überlegen. Wir haben Anläufe gemacht, denken Sie an die Süssmuth-Kommission damals. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir darüber diskutieren, wo auch schon klar war, wir brauchen das eigentlich. Das ist aber dann wieder im politischen Klein-Klein versandet. Auch Kriterien oder was bedeutet auch mobile Migration, hier ausgebildet, wieder zurück. Was ist die Problematik vom Braindrain? Da habe ich dann gar nichts mehr gehört. Auf einmal wird gesagt, wir können die klugen Leute doch aus den armen Ländern für uns gebrauchen. Das hat doch auch eine Problematik. Da haben wir von der Entwicklungspolitik früher gesagt, das wollen wir eigentlich nicht. Und so weiter. Also deswegen müsste man das gut aufstellen. Aber wir müssen uns dem Thema stellen und dann können wir manche Dinge auch anders diskutieren, dass das ein Unterschied ist. Immigration, Migration, Asyl und Flucht sind ja nicht alles dasselbe, ne? Etwa mit der ganzen Diskussion, die jetzt geführt wird. Migration ist eine Migration, jemand will und beantragt, irgendwo hinzugehen. Flucht ist eine Situation aus Krieg, Vertreibung und Not, Krieg und Verfolgung und Not. Da wird einfach losmarschiert und Asyl ist auch nochmal etwas anderes. Das würde, glaube ich, die Dinge etwas klären können. Denn jetzt im Augenblick oder in den letzten Jahrzehnten waren auch die, die vielleicht eigentlich eine Einwanderung wollten, eher manchmal auf den Asylweg verwiesen, um überhaupt den Fuß auf deutschen Boden zu bekommen. Hatten keine andere Chance. Aber es ist ein eigenes Thema, ja. Kollegin vom ZDF, das ist die Dame in dunkelblau ganz hinten. Dankeschön, Klinge vom ZDF. Herr Kardinal, eine Frage noch mal zu den Äußerungen von Herrn Scheuer. Was sagen Sie zu einer Sind die noch aktuell? Oder? Wir können da immer weitergehen. Eine Partei, die das C im Namen führt, machen Sie sich da Sorgen? Oder was wären Ihre Wünsche an eine solche Partei? Ich mache mir Sorgen über die Tonlage in Deutschland insgesamt, das habe ich gesagt. Das war ja jetzt ein Beispiel, aber ich kann auch nicht jeden Tag Äußerungen von Generalsekretären kommentieren. Es geht ja um die Zukunft, es geht jetzt darum, wie reden wir über dieses Thema? Und da wollen wir uns nicht an einem festbeißen, da geht es um mehr. Da geht es darum, ob wir die Stimmung verbreiten. Die Menschen in Not, die bei uns sind, sind ein Hauptproblem und wir wollen sehen, dass sie möglichst bald vor uns verschwinden. Also welche Tonlage ist da darin? Und da muss ich sagen, da muss ich an alle appellieren, wirklich sich zu mäßigen und sachlich zu sein. Und zu ermutigen zur Integration und zu den Bemühungen auch mit den Menschen, die in Not sind, aus welchen Gründen auch immer, menschenwürdig umzugehen und nicht von vornherein zu sagen, ihr seid eigentlich hier nicht erwünscht und ihr seid ein Problem und wir haben nur eins im Kopf, euch schnellstens wieder loszuwerden. Das ist keine Art und Weise. Und das gilt auch für das Gesamtproblem. Und das gilt für alle Parteien, wenn sich eine Partei das Adjektiv christlich gibt, ist das sehr anspruchsvoll. Denn ich sage manchmal sozial oder liberal, das können vielleicht auch die Parteibeschlüsse dann ändern, was sie darunter verstehen. Aber christlich nicht, das kann doch nicht mal der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz definieren. Das steht im Evangelium.
Und da stellt man sich unter einen Anspruch, das heißt nicht, dass man alle konkreten Probleme mit dem Evangelium lösen kann, aber ein Anspruch steckt darin und da erwarte ich das auch, dass das gesehen wird. Kollegin hier vorne, Christiane, zwei Reihen vor dir. Zwei Fragen, wenn es gestattet ist. Einmal tatsächlich eine Anschlussfrage an die von der Kollegin. Inwieweit ist es denn wichtig für die katholische Kirche, sich gerade dann so stark zu positionieren auch, um, ich sag mal, den Katholiken hier vor Ort, die ja viel ehrenamtlich in der Flüchtlingsfrage unterwegs sind, dann auch den Rücken zu stärken? Das ist sehr wichtig. Klar, dass die Stimmung sich etwas geändert hat und auch dafür kann man manches an Verständnis aufbringen in den letzten Monaten. Wir haben das ja verfolgt, wir haben die Entscheidung der Bundeskanzlerin evangelische und katholische Kirche begrüßt, stehen auch weiterhin dazu. Ob wir alle gewusst haben, was dann in den Monaten folgen wird, wahrscheinlich nicht. Aber das heißt ja nicht, dass die Entscheidung deswegen zurückgenommen werden müsste oder falsch war. Das ist eine andere Diskussion. Und dann haben wir eben erlebt, wie viele Menschen sich engagieren, gerade im kirchlichen Bereich. Dann kommt die Diskussion wieder in ein anderes Fahrwasser. Was bedeutet das? Können wir jedes Jahr 1 Million Menschen aufnehmen? Wahrscheinlich nicht, das ist schwierig, also kommen die Ängste hoch und damit auch die in Bedrängnis, die helfen. Ich habe das erlebt bei manchen in den Vereinen, die sagen, jetzt mittlerweile muss ich schon begründen, warum ich jetzt da die Hausarbeitshilfe für die Flüchtlinge mache und so weiter. Also das ist dann wieder erst die große Begeisterung und dann kommt auf einmal der Druck von Kritikern, ihr macht noch viel zu viel für die und so weiter. Und da müssen wir natürlich den Leuten den Rücken stärken. Ich muss aber auch deutlich sagen, ich habe keinen Rückgang erlebt, wenn ich frage, die Verantwortlichen in den Vereinen, und es ist nicht ein Rückgang da, dass man sagen würde, die Leute ziehen sich zurück aus dieser Arbeit. Es wechselt manchmal, manche kommen neu hinzu, manche sind dann auch nach einem Jahr sagen, es ist mal gut. Aber es ist nicht so, dass ich sagen könnte, es wäre ein Rückgang des Willens zu helfen, wo Menschen helfen können. Das ist großartig weiterhin und das lasse ich jetzt auch nicht kaputt reden. Die geschickte zweite Nachfrage, bitte schön. Genau. Zeigen auch die Zahlen übrigens. Also wir haben ja zum Beispiel, Frau Kolfen, was Sie sind, bitte klein machen, genau. Wir sind ja alleine, haben wir 800 neue hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Flüchtlingshilfe zusätzlich. Das ist auch eine Zahl, die auf Seite 15 auftaucht, das ist jetzt bei 5.900. Eine Zahl, die wir auch aus dieser neuen Erhebung ermittelt haben, das unterstreicht, was der Kardinal gerade gesagt hat. Aber jetzt Ihre zweite Frage. Tatsächlich ein anderes Thema. Viele Verbände und Vereine sagen ja schon seit Jahren, katholische Kirche ist in einer Glaubenskrise und haben jetzt gerade noch mal im Vorfeld auf die Versammlung gesagt, denkt doch mal drüber nach, so Sachen wie Zölibat, das muss abgeschafft werden. Wir wollen mehr junge Menschen, auch junge Männer zum Beispiel für den Priesterberuf begeistern. Inwieweit war das denn jetzt in den vergangenen Tagen ein Thema und was soll, könnte sich ändern? Naja, da bringen sich jetzt Themen zusammen, die vielleicht nicht ganz so zusammengehören, meiner Ansicht nach. Das eine ist das Thema natürlich der Evangelisierung, ich habe ja gerade genannt, das bewegt uns sehr. Aber das ist nicht auch mit einfachen Maßnahmen zu beantworten. Wie bekommt ein Mensch dazu zu sagen, Jesus Christus ist auferstanden und er ist mein Leben? Und ich glaube daran, dass er stärker ist als der Tod. Können Sie das machen? Nein, das können Sie weder kaufen noch verkaufen, noch irgendwie durch Marketingprogramme erreichen, das ist wie die Liebe. Man verliebt sich und jemand glaubt. Und die Glaubensgeschichten, das habe ich auch gesagt während der Konferenz, sind ja manchmal vielfältig. Es gibt Phasen des Glaubens und des Zweifelns und der Angst. Und es ist nicht so, da sind die Gläubigen, da sind die Ungläubigen. Das ist doch bei Ihnen nicht der Fall und wahrscheinlich bei mir, nein, auch nicht der Fall. Insofern ist es eine Frage, wie können Menschen Erfahrung machen, dass das Wort Ich glaube, dass das Evangelium, dass Jesus von Nazareth der Weg in die unzerstörbare Liebe Gottes ist, wie können wir diese Räume öffnen? Deswegen habe ich auch von Liturgie gesprochen, von Gebet. Also es geht ja nur learning by doing. Glauben lernt man auch dadurch, dass man einen Weg miteinander geht und spürt, dass es gut ist. Also das ist der eine Punkt. Das kann man nicht also auf die Ehelosigkeit der Priester beziehen. Also das halte ich. Also je mehr Leute wir haben, umso mehr Gläubige werden wir haben. Das glaube ich. So einfach ist es nicht. Über andere Dinge, wie man Kirche organisiert, Sozialgestalt von Kirche, wir sind Kirche, gemeinsam Kirche sein, heißt ja unser Text. Darüber haben wir jetzt nicht so intensiv diskutiert. Ich habe es
Ich habe es angegeben in meinem Vortrag, dass das unser gemeinsames Dokument Gemeinsam Kirche sein weitergeführt werden muss, auch im Blick auf die Priesterberufung, im Blick auf die Charismen aller Gläubigen. Aber das ist eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Aber zu meinen, die Kirche könne den Glauben machen, wir können besser werden im Zeugnis, wir können besser werden in der Qualität, wir können besser werden in der Freude und im Engagement. Und das tue ich und hoffe, dass also viele es mit uns tun. Aber machen kann man den Glauben nicht. Das ist eine Epoche, in der der Glaube eben nicht mehr so selbstverständlich ist wie vor 100 Jahren, wo die Vorstellung, es gibt keinen Gott, als unanständig galt. Das ist es nicht mehr. Die Zeiten haben wir nicht mehr. Herr Diehl? Herr Mandiel, Hessischer Rundfunk. Die Kollegen des Bayerischen Rundfunks, Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, treibt doch die Frage um, jetzt mal losgelöst vom Generalsekretär. Wir haben ziemlich deutliche Worte im letzten Jahr an dieser Stelle schon gehört von Herrn Wölki. Wie weit entfernt sich denn die CSU von der Kirche, von den Bischöfen? Gut, die Entfernung zur Kirche bestimmen die Parteien selbst. Ja, das ist klar. Wir haben im Blick auf manche Positionen da einen Dissens, im Blick auf die Frage eben, war das richtig etwa, was die Bundeskanzlerin gemacht hat. Aber das sind keine Glaubensfragen, würde ich sagen. Es geht hier darum, was sind jetzt wirklich Glaubensfragen, können Christen auch unterschiedlicher Meinung sein? Ja, aber ich sage immer wieder wie ein Mantra, diese 5 Punkte, wiederhole sie, das habe ich heute in der Bischofskonferenz auch getan, und daran muss sich jeder Christ auch messen lassen. Und dann kann man vielleicht streiten, wie erreiche ich diese Ziele. Aber das muss sehr klar sein, jeder, der unsere Grenze erreicht, und das ist die europäische Grenze, wird menschenwürdig behandelt. Jeder bekommt und jede ein faires Verfahren. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Ein faires Verfahren über seinen Status. Niemand wird zurückgeschickt in eine Situation von Krieg und Verfolgung. Und wir werden alles tun, damit nicht Menschen im Mittelmeer ertrinken. Jeden Tag, jede Woche, in jedem Jahr Tausende. Wir reden nicht mehr darüber, es passiert jeden Tag fast. Und ein 5. Punkt, wir werden sehr viel Geld aufbringen müssen wahrscheinlich, und da bitte ich darum, dass die Politiker das auch auf ihre Agenda nehmen, um in den Ländern, wo Menschen Fluchtursachen haben, also wo sie sich auf den Weg machen, weil sonst keine Perspektive da ist, dort zu helfen und in den Flüchtlingseinrichtungen in den Nachbarländern dieser Krisensituation, damit die Menschen dort bleiben können. Der Erzbischof von Erbil war ja bei uns, hat erzählt aus dem Kurdengebiet, wo ja die Christen weitgehend hingegangen sind, bis in die Frage hin, Universitäten dort aufzubauen, Schulen aufzubauen. Das geht ja nicht nur darum, dass sie nicht verhungern, dass sie einigermaßen dort existieren können, aber haben sie dort eine Zukunft für ihre Kinder? Wer wird denn sie als Väter oder Mütter, wer würde bleiben da, wo keine Schule ist, wo keine Universität ist, wo keine Arbeit ist? Also was sind wir bereit dafür aufzubringen? Da ist es vielleicht sogar mehr, als was wir jetzt hier in Deutschland aufbringen müssen für die Flüchtlingshilfe. Kann sein, ich weiß es nicht. Da erwarte ich Programme, da erwarte ich politische Initiativen. Also das sind Eckpunkte. Und dann kann ich sagen, dürfen Christen auch streiten natürlich, wie komme ich dahin? Oder gibt es Wege, die ich vorziehen kann? Oder wo muss ich auch Grenzen setzen und wie kann ich das organisieren? Europäische Politik eben und so weiter. Was da ist, da will ich jetzt nicht im Detail als Bischof jedem vorschlagen, was er da punkt. Aber diese 5 Eckpunkte, da kann ich nicht rütteln. Das ist die rote Linie. Und das muss ich jeweils überprüfen. Und da gibt es auch in den Parteien nicht nur einlinige Meinungen. Es gibt auch in der CDU, CSU, in der SPD, denke ich, auch bei den Grünen unterschiedliche Positionen. Wenn ich manchmal die Zeitung aufschlage, sehe ich da auch schon mal unterschiedliche Positionen. Wichtig wäre jetzt, dass man eine positive, verlässliche Perspektive in der großen, wir haben noch eine große Koalition, erarbeitet und nicht permanent streitet. Dazu Herr Strack. Christoph Strack von der Deutschen Welle. Herr Kardinal, die Bundesparteitage von CDU und SPD beginnen traditionsgemäß immer mit einem ökumenischen Gottesdienst am Morgen. Bei der CSU, die in diesem Jahr genauso wie im vorigen Jahr in München tagt, ist das nicht der Fall. Wünschen Sie sich manchmal, dass Sie als Ortsbischof bei einem ökumenischen Gottesdienst der versammelten Gemeinde des CSU-Parteitages was sagen dürfen? Das ist mir ganz neu, dass das nicht der Fall ist. So?
Also ich habe bei der Organisation der Parteitage wird der Erzbischof normalerweise nicht gefragt. Das ist auch gut so, das will ich auch nicht. Das ist nicht meine Sache, aber bis jetzt war es immer so, dass der Prälat Wolf da war und so weiter. Ich kann das, müsste ich überprüfen, es wäre bedauerlich. Es gibt ein Grußwort in der Halle, aber kein Gottesdienst in der Kirche. Ach so, ich werde dem nachgehen. Danke für die Anregung, Herr Strack. Herr Breitmeier. Herr Kardinal, ich habe eine Frage zu Amoris Laetitia. Sie haben geschrieben, dass die Arbeit an dem Dokument für die Pastoral, wie das umgesetzt werden soll, läuft. Die erste Frage wäre, in welcher Form wird das dann geschehen? Ist das mehr ein Hürdenwort? Sind das Ausführungsbestimmungen? Und die zweite Frage, ja, eingedenk der Tatsache, dass ja ein solches Papier nicht nur von wenigen entschieden werden will oder wird, sondern man das auch in größerer Runde tun muss. Wie sehen Sie da den Zeithorizont? Also wir wollen eigentlich im November da schon einen Text haben. Das ist jetzt vorgesehen. Und das soll sicher nicht jetzt Ausführungsbestimmung in dem Sinne sein, dass man nochmal alles erläutert, was Amoris Laetitia ganz gut darstellt. Konkretisierung im Blick auf die Situation in Deutschland würde ich es eher nennen. Weil wir gesagt haben, ja, der Text ist stark, sollen wir das jetzt nochmal kommentieren? Und mit unseren, was weiß ich, Kompromisstexten, wenn 27 Bischöfe einen Text machen, ist was völlig anderes. Oder 66, als wenn Franziskus abends mal sagt, so, ich schreibe mal schwungvoll das auf, was ich mir hier gedacht habe. Da brauche ich keinen mehr zu fragen. Also da bleiben wir nachher unter dem Niveau von Amoris Laetitia, das wäre nicht so toll. Aber einige Punkte, Eckpunkte, das habe ich ja genannt, etwa wollen wir Selbstverpflichtung machen als Bischöfe für unsere Diözesen, das ist natürlich rechtlich nicht einfach möglich. Eine Bischofskonferenz kann keine Anordnung für die Diözesen geben. Aber es gab schon einen Wunsch, starken Wunsch in der Bischofskonferenz zu sagen, wir sollten da das Zeichen der Einmütigkeit geben. Etwa der Qualität der Ehebegleitung, Vorbereitung, kann man da Punkte nennen, auf die wir uns gemeinsam orientieren, die dann aber in den Bistümern konkret umgesetzt werden können. Da kann die Bischofskonferenz nicht machen. Oder eben im Blick auf die pastoralen Situationen. Wie soll das gehen? Über das hinaus, was da steht. Ich meine, dass das sehr klar schon ist, anspruchsvolle Seelsorge, ich habe darüber gesprochen. Aber es gibt auch den Bedarf zu sagen, brauchen wir da eine Schulung, müssen wir neue Sensibilität bei den Priestern, etwa im Beichtsakrament, hervorrufen oder müssen wir Schulungen machen dazu? Kann man dazu auch Erfahrungen sammeln? Denn das ist ja eine generelle Perspektive. Wir reden zwar von geschiedenen Wiederverheirateten, aber im Grunde geht es ja um eine generelle Perspektive, das habe ich in meinem Vortrag auch gesagt, wo wir uns neu auf den Weg machen müssen. Oder wo wir eigentlich, das war ja auch bei der Synode, heftig auch gestritten haben, diskutiert haben, die Rolle des Gewissens, die meiner Ansicht nach zentral ist für die christliche Anthropologie, für die katholische Lehre vom Menschen. Und da ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit zu sehr der Gewissensbegriff verflacht, banal geworden. Das ist Meinung. Jeder beruft sich auf sein Gewissen bei irgendetwas. Also das wäre eine große Herausforderung, das kann man nicht mit wenigen Schlagworten erledigen, aber das ist ein zentraler Punkt. Niemand darf gegen sein Gewissen handeln. Das ist ja Lehre der Kirche. Das ist Lehre. Kann ich gar nicht wegstreichen, den Satz. Der Papst sagt, das Lehramt kann ja das Gewissen nicht ersetzen. Wir können das ja nur formen, wir können nur den Anspruch des Evangeliums deutlich machen und dann muss jemand das im Angesichte Gottes verarbeiten für sich und die Konsequenzen ziehen. Aber das ist wirklich anspruchsvolle Seelsorge. Heute hat ja überhaupt keiner mehr wahrscheinlich das Bewusstsein, dass er sein Leben zu verantworten hat vor dem Evangelium. Das muss ich nur von mir verantworten wahrscheinlich. Ich bin ich, das ist mein Leben. Das ist doch auch nicht, das kann doch nicht die Perspektive sein. Aber weil wir in bestimmten Fällen, meiner Ansicht nach, das ist jetzt nicht Bischofskonferenz, sondern O-Ton RM, ne, weil wir in manchen Bereichen eben Türen zugemacht haben, war auch der Weg zu einer anspruchsvollen Seelsorge dann nicht gegeben. Wenn ich weiß, da ist sowieso verschlossen, wie soll ich da weiterkommen? Das war ein Problem. Deswegen meine ich, gibt das uns einen neuen Schwung, über den Anspruch nachzudenken, den jemand hat, der nicht nur eine Partei, sondern ein Mensch, der sagt, ich bin ein Christ. Nicht immer sofort auf die anderen schauen, auf uns selber. Der zweite Punkt ist eben, das war auch strittig, diese Frage der Situation. Ich habe ja eben gesagt, es ist nicht mehr so einfach. Jemand ist in einer Situation, da hat er sich niemals auch nur
in seinen kühnsten Träumen vorstellen können, dass er in eine solche Situation kommt, einer zerbrochenen Ehe. Das ist etwas Schreckliches, das wissen Sie aus Freundeskreis oder vielleicht aus persönlicher Erfahrung. Niemand hat das vorausberechnet, auch wenn man sagt, naja, wir wissen ja nie. Aber geglaubt hat man, das bleibt. Das Wort steht und jetzt bin ich betrogen worden. Furchtbare Erfahrung. Also wie gehe ich damit um? Das sind einfach, ich meine, das wäre eine große Möglichkeit für die Priester, wirklich das zu entdecken, was Seelsorge ist. Und dann kommen die Menschen, im Augenblick kommen ja viele nicht mehr zur Beichte. Ich habe wirklich den Traum, gerade durch diese beiden Punkte, wenn wir positiv gehen und sagen, wir nehmen dich ernst, aber nicht Schwamm drüber, kann ja jedem mal passieren, sondern wir nehmen das ganz ernst. Du bist tief verwundet oder du hast andere verwundet. Jetzt gehen wir einen Weg. Aber der Weg ist nicht ohne Hoffnung. Das ist Seelsorge, finde ich. Und da sagt der Papst eigentlich für mich ausreichend etwas, aber vielleicht können wir das noch einmal konkretisieren und deutlich machen und unterstreichen. Nicht? Die Tür ist geöffnet für eine solche anspruchsvolle Seelsorge, die auch die Sakramente mit einschließt. Aber es ist nicht der einzige Punkt. Es geht um viel mehr, viel tiefere Einladung, den Weg des Glaubens zu gehen. Herr Dirkes, das Mikro kommt von hinten. Kardinal Marx, Sie haben als zweiten Punkt der wichtigen Themen genannt Dialog. Meinten offenbar den Dialog eher in der Gesellschaft mit anderen Religionen. Nun haben Sie auch einen Dialog in der eigenen Kirche gehabt in den letzten Jahren. Zeitweise hieß ja nur Gesprächsprozess, aber zum Schluss war es wieder ein Dialogprozess. Nun hat es in Mülheim an der Ruhr ja eine Nachbesprechung gegeben. Dafür hatten nur zwei Bischöfe Zeit, während zum Beispiel zu einer Bischofsweihe in Limburg, die doch recht spontan anberaumt wird, 40 Bischöfe Zeit hatten. Wird der Dialog innerkirchlich nicht mehr so ernst genommen? Also ich habe das gar nicht gewusst, dass er stattfindet, muss ich sagen. Ah. Also insofern war immer klar, dass das jetzt keine Veranstaltung ist für die ganze Bischofskonferenz, sondern das war eine bewusst platzierte Fachdiskussion, gezielt eingeladen, um Bericht zu hören, so habe ich es im Ohr von dem, was mir geschickt wurde dann, was in den einzelnen Bistümern an Dialogprozessen gelaufen ist, einschließlich natürlich auch des Dialogprozesses auf der Ebene der Bischofskonferenz. Aber es war nie vorgesehen, zum Beispiel, dass ich da hingehe, das war nicht geplant. Insofern dürfen Sie, glaube ich, die zwei Bischöfe nicht zu sehr als Zeichen werten, dass kein anderer Interesse hatte. Es war eine Fachdiskussion. Wir sind ja weiter daran mit unserer Steuerungsgruppe, wie kann das weitergehen und wie können wir das fortführen. Und da war dies eine kleine Etappe, Etappengespräch mal. Und wir haben ja auch die Katholikentage, vielleicht einen ökumenischen Kirchentag und was alles noch kommen kann. Und wir müssen das gut einfügen. Aber wir haben ja als Bischofskonferenz beschlossen, wir wollen regelmäßig einen solchen Kreis einberufen, das werden wir auch tun, um diesen Dialog fortzusetzen im Sinne von Gesprächsbereitschaft auch auf der Ebene der Bischofskonferenz über bestimmte Themen. Das sollte thematischer da sein und nicht allgemein über alles, das haben wir jetzt gemacht. Und natürlich müssen wir auch sehen, viele Bistümer haben eben ihre eigenen Prozesse jetzt gemacht, das muss man mal sammeln. Ich kann nicht erkennen, dass im Augenblick da Störungen sind. Oder Gesprächsverweigerung oder so etwas, sondern dass eigentlich die Bereitschaft, auch im Blick auf das ZDK, ist ja ein besonderer Partner dann in diesem Weg, dass hier nicht ein großes Einvernehmen ist, wie wir den Weg weitergehen. Das würde ich schon sagen. Herr Obmann, ganz vorne. Ralf Obmann, Radio Horeb. Herr Kardinal, ich möchte noch mal auf Amoris Laetitia zu sprechen kommen und da auf den Überbegriff anspruchsvolle Pastoral, den Sie eben auch schon im Blick auf die wiederverheirateten Geschiedenen mit Beispielen gefüllt haben. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil von Amoris Laetitia. Es geht ja da vor allem auch um die Ehevorbereitung, um die Familienpastoral im Großen und Ganzen. Wie stellen Sie sich da in der Praxis eine anspruchsvolle Pastoral vor? Können Sie uns das an ein paar Eckpunkten festmachen? Naja, das ist eine Aufgabe natürlich auch der Pfarrer vor Ort, die dann sagen, die Bischöfe denken sich was aus und wir sollen es machen. Aber ich glaube, ein paar Eckpunkte kann man schon nennen. Es geht nicht nur um die Vorbereitung, es geht nicht nur darum, sozusagen die Klippe
oder die Schwelle zu erhöhen, bis jemand heiraten darf. Das ist ja eine merkwürdige Vorstellung von Sakramenten, ne? Also das sozusagen, du musst erstmal was leisten und dann eventuell bekommen. Sondern es ist ein Weg, den wir gehen am Anfang, Verlobungsweg oder in der Jugendarbeit. Das fängt ja da an zu überlegen, was bedeutet eigentlich Ehe und Familie für mein Leben. Das beginnt eigentlich nach der Firmung, Einführung in das Leben. Und Nachbereitung genauso, die Familienpastoral in der Pfarrei danach. Wir haben ja, Gott sei Dank, das ist so ein Moment, in fast allen Bistümern mittlerweile die Ehepaarsegnungen. Das ist zwar dann nur ein Akt, 25 Jahre oder 40 Jahre oder 50 Jahre nach der Trauung, aber die Resonanz ist gewaltig. Also bei uns im Bistum und auch in anderen Bistümern. Einfach ist dieses Bedürfnis da, danach auch noch einmal das zu erneuern und zu vertiefen. Ob wir schon genügend Angebote auch machen für die jungen Familien. Wenn ich Pfarrer wäre, würde ich da einen Schwerpunkt setzen. Beim Kindergarten und die jungen Familien, Alleinerziehenden, wer auch immer da ist, im Blick behalten. Wie gehen Sie mit Ihrem Glauben um? Oder wie kann man den Glauben einführen, auch in diese Situation? Also das ist eine permanente Ausrichtung auf diesen Bereich, weil wir nicht einfach sagen können, wir haben jetzt mit 25 oder 28 Jahren geheiratet, wir haben also 4 Abende der Diskussion, der Vorbereitung und dann wird das schon gut gehen. Also das ist nicht unsere Situation, in der wir uns befinden. Nach 10, 15 Jahren entdecken Leute auf einmal auch bei sich selber Dinge, wo sie nicht darauf vorbereitet sind. Es ist vielschichtiger geworden. Und da kann man nicht sagen, so, jetzt haben wir das mal gemacht und dann wird es wohl auch reichen für die Vorbereitung. Sondern das ist ein permanenter Prozess. Ich würde mir wünschen, dass es solche Kreise gibt, wie es früher auch schon mal aktiver war, meine ich. Ehe- und Familienkreise, Familiengruppen, die auch selbst sich im Gespräch ermutigen, wie geht Glaube in einer konkreten Situation, wie lebe ich meinen Glauben mit der Familie zusammen. Da müssen wir neue Initiativen in Gang bringen, denke ich. Vielen Dank, Herr Kardinal. Herr Strack hat die letzte Frage, wie ich sehe. Bitte schön. Und die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk danach. Bitte schön. Herr Kardinal, der Kölner Erzbischof Wölki, Kardinal Wölki, war bislang Vorsitzender der Caritas-Kommission. Ist jetzt an der Spitze keiner weiteren oder keiner Kommission bei der neuen Ordnung. Bedauern Sie das und woran liegt das? Ja, das ist seine Entscheidung und da kann ich einfach nicht, ich habe mit ihm gesprochen, aber er sagt, ich möchte es jetzt nicht, ich möchte mich konzentrieren auf andere Dinge noch und auf die Arbeit dann in der Kommission für geistliche Berufe. Ein Kardinal hat viel zu tun, also ich respektiere das, ich denke, das wird dann bei einer nächsten Periode auch mal wieder vielleicht eine neue Kommission oder dass er einfach mal jetzt diese Entscheidung gefällt hat. Das muss man respektieren. Es sind nicht alle deutschen Bischöfe sind Kommissionsvorsitzende, das muss man ja auch sagen. Kollegen von BR. Sigrid Korn vom Bayerischen oder BR-Fernsehen. Ich will noch zurückkommen auf die zwei zentralen Themen Flüchtlinge und Armut, die sich ja zum Teil auch oder zum Großteil auch überschneiden, vielleicht auch so ein bisschen in Konkurrenz zueinander geraten. Was kann denn jetzt praktisch in nächster Zeit geschehen? Was kann die Gesellschaft tun? Was fordern Sie als Kirche und was bietet die Kirche auch, um da Verbesserungen zu bringen? Ja, wir bieten ja eine Menge. Wir haben natürlich unsere Einrichtungen, wir haben die vielen Ehrenamtlichen, aber sie sind da eben, die Ehrenamtlichen in den Pfarreien. Wir haben auch gemerkt, dass die Pfarreien weiterhin eine sehr, sehr starke Struktur in Bayern allemal sind. Wenn man mal schaut, was ist denn sonst zivilgesellschaftlich, wie wir heute sagen, da. Gut, es gibt die Sportvereine, es gibt die Feuerwehr, es gibt alles Mögliche. Und natürlich die Kommune, aber die Kommune ist der Staat. Aber die Pfarreien, evangelisch-katholische Pfarreien, sind immer starke Kristallisationspunkte des Engagements, und zwar quer durch die Bevölkerung hindurch. Nicht bestimmte Schichten, sondern quer durch. Und das können wir, glaube ich, wie keine andere Organisation anbieten, weil Sie fragen, was könnt ihr tun. Das ist, glaube ich, schon großartig. Und natürlich, dass wir auch versuchen, in allen Bereichen das voranzubringen. Bei uns im Bistum habe ich jetzt einen Beauftragten noch mal ernannt, um das zu koordinieren. Das geht eben von der Überlegung, wo wir bauen, mit unseren Wohnungsbaugenossenschaften, wie wir bauen, das haben andere Bistümer auch, bis in die Frage, wie gehen wir in Schulen und Kindergärten damit um und so weiter. Das ist ein breit gefächerter Themenbereich. Wir als Kirche können nicht alles ersetzen, was Aufgabe des Staates ist, aber wir können schon engagiert hineingehen, bis in die Frage eben auch der schwierigen Situation etwa derer, die in den Einrichtungen sind, wo dann zurückgeführt wird, abgeschoben wird.
Das sind alles sehr, sehr schwierige Situationen. Und da die Asylsozialberatung ist ja praktisch fast nur von der Caritas und von der Diakonie in Bayern, soweit ich das sehe. Also ein großer Teil wird zwar refinanziert, aber ein großer Teil wird eben mit Kirchensteuermitteln finanziert. Das dürfen wir nicht vergessen, sonst ging es überhaupt nicht. Also das können wir beibringen. Das Thema Integration wird jetzt ein wichtiges Thema sein. Und ich hoffe, dass jetzt endlich auch einmal Ruhe ist in der grundsätzlichen Frage. Natürlich kann ich die Politik nicht ersetzen, die europäische Grenzsicherung, das Abkommen mit der Türkei, die Frage des Krieges in Syrien, die Frage, ob Afghanistan ein sicheres Herkunftsland ist, was ich doch mit einem gewissen Staunen sehe und so weiter. Das ist aber nicht meine ich bin nicht der das entscheiden kann. Ich kann nur sagen, in dubio pro. Nicht? Das heißt also, im Zweifel darf ich jemanden nicht wegschicken, der dort in Gefahr ist. Das darf ich nicht. Wo wir ihn dann europäisch verteilt auch unterbringen, Genfer Flüchtlingskonvention, wir haben bis jetzt keine Einigung darüber. Politisch ist das nicht vorangekommen. Und das habe ich eigentlich von einer großen Koalition doch erwartet. Aber es ist nicht nur eine deutsche, sondern eine europäische Herausforderung. Und das ist nicht so erfreulich, dass das nicht möglich ist, hier eine wirkliche europäische Asyl- und Migrationspolitik auf den Weg zu bringen. Ja, der zweite Punkt ist die Frage der Armut. Das war natürlich etwas, das haben Sie gestern vielleicht dann mitbekommen, ich war ja nicht dabei, der Professor Bude, der es nochmal analysiert hat, was passiert in unserer Gesellschaft, welche Probleme sind dort da. Das hängt zusammen, aber auch wieder nicht. Das war eigentlich die Analyse, die er gegeben hat, war natürlich, sind die zu uns kommen, nicht ausgebildet, möglicherweise auf Jahre hin auch in einem Armutssegment ganz unten. Also Sozialhilfeempfänger, Hartz-Empfänger, ne, die Flüchtlinge. Aber es gibt eben auch die Armut anderer Art, die unteren Einkommen, also Arbeit und Armut. Das war ein ganz wichtiger Punkt, den er gebracht hat. Das haben wir übersehen vielleicht oder übersehen es, die sogenannte das Dienstleistungsproletariat, die nicht leben und nicht sterben können, sozusagen mit dem, was sie verdienen bei einem Vollzeitjob. Also die ganze Armutssituation. Und unser Punkt gestern war ja auch zu sagen, was bedeutet das für uns, für unsere Pfarreien. Und das war eigentlich sehr beeindruckend, aber ich will nicht die Pressekonferenz von gestern wiederholen. Ich war aber nicht dabei, deswegen bringe ich vielleicht etwas, was da nicht gekommen ist, das weiß ich nicht. Aber beeindruckend für mich war, wie baut man eigentlich Kirche auf? Kirche baut man auf nicht, indem man sagt, kommen möglichst viele zu uns, sondern indem man, so haben uns ja Frau Assmann und der Herr Schmidt erzählt und die anderen, indem man sagt, was können wir für euch tun? Sind wir bei den Armen, sind wir bei denen, die am Rande sind? Und dann wird uns das andere dazugegeben. Also Kirchenaufbau, Gemeindeaufbau ohne die Armen, ohne Blick auf die Armen, da sagt uns Papst Franziskus, das geht daneben. Wir können nicht Gemeinde aufbauen und sagen, die Armen hier in diesem Viertel, das ist nicht unser Problem. Das geht nicht. Also das war nochmal ein sehr starker Punkt von diesen Einzelberichten aus Duisburg, aus Frankfurt. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und das wollen wir auch sicher in unser Thema Evangelisierung einbringen. Habe ich schon gesagt, wir können nicht evangelisieren einfach oder Evangelisierung so verstehen als Rekrutierung für die Kirche. Sondern evangelisieren heißt auch, sich öffnen den Wunden der Welt. Das ist auch Evangelium in die Welt bringen. Und nicht sagen, erst wenn einer sozusagen sonntags da sitzt, dann habe ich Erfolg in der Evangelisierung. Das sehe ich so nicht einfach so schlicht. Und da war das ein ganz hilfreicher Punkt. Gerade in einer reichen Gesellschaft dürfen wir als Kirche nicht das übersehen. Und da war nochmal ein Impuls, sich da stärker hineinzubegeben. Das kann man sagen. Vielen Dank, Herr Kardinal.